Das Els- und Simonswälder Tal im Südschwarzwald ist eine der ersten Regionen in Baden-Württemberg, die eine Online-Mitfahrplattform anbietet. Ein bürgerschaftliches Mobilitätskonzept aller Generationen. Es macht die Menschen beweglicher, ergänzt den Personennahverkehr und entlastet die Umwelt. Anstoß für diese Entwicklung war eine LIDA-Jugendbeteiligungsinitiative im Zweitälerland. Unser Mobilitätsprojekt wurde durch ein LIDA-Projekt initiiert, die Zukunft der Jugend im ländlichen Raum, wo die Jugendlichen hier im Els- und Simonswälder Tal befragt wurden zu unseren Anliegen, was uns wichtig ist, was uns noch fehlt. Und da ergab sich dann, dass das Top-Thema der Jugendlichen hier in unserer Region die Mobilität ist. Und im Anschluss an das LIDA-Projekt hat sich dann ein Rat der Jugend gegründet. Und das Ziel war einfach, dass sich hier im Els- und Simonswälder Tal so eine Mobilitätsplattform bildet und dass einfach auch Leute, die jetzt in ein bisschen abgelegeneren Orten hier wohnen, außerhalb der Zeiten dann mit anderen Leuten mitfahren können. Nachdem wir dann die ersten 2-3 Planungstreffen hatten, haben wir dann auch eine Mobilitätskonferenz aufgeführt, in dem einige Bürgermeister und auch Vertreter der Unternehmen anwesend waren. An dieser Mobilitätskonferenz haben wir den Vertreter der ersten Idee, also des ersten Unternehmens praktisch, das unsere App herstellen sollte, vorgestellt. Und das ganze Ding wurde ein ziemlich großer Erfolg. Gerade für uns Gemeinden im ländlichen Raum ist die Mobilität und die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr von ganz wichtiger Bedeutung, hauptsächlich für die Jugend, aber auch für die älteren Bevölkerungsschichten und auch für die Menschen mit Behinderungen ist es von ganz wichtiger und ganz großer Bedeutung, die Mobilität zu verbessern. Wir haben ein hohes Verkehrsaufkommen, gerade zu den Stoßzeiten am Morgen und zum Abend, was auch daran liegt, dass viele Unternehmen bei uns sehr kernstadtnah angesiedelt sind und entsprechend haben wir einen hohen Verkehrsdruck. Wir hoffen uns, auch in Zusammenarbeit mit Unternehmen vielleicht hier die ein oder andere Fahrt auch einsparen zu können, zugunsten der Umwelt und zugunsten unserer Verkehrsströme in der Stadt. Ein großer Bestandteil unserer Arbeit lag auch in der Durchführung von sogenannten Mobilitätsworkshops. Die Workshops fanden immer zum Thema nachhaltige Mobilität statt. Dazu wurden wir den ganzen Tag lang geschult und haben einen Workshop entwickelt und haben somit fast 320 Schüler erreicht. Und nachdem wir die App an die Schulen gebracht haben, sind wir hin und haben die Unternehmen mobilisiert, dass sie mitmachen bei diesem Konzept, da das nur funktioniert, wenn viele Autofahrer direkt mitmachen und die Pendler sind einfach ein perfektes Grundgerüst. Und dadurch haben wir es dann geschafft, durch die überzeugenden Konzepte die Unternehmen mit ins Boot der Mitfahrplattform zu holen. Sie fahren täglich einzeln zur Arbeit, obwohl sie alle den gleichen Arbeitsweg haben. Dadurch entstehen mehr Weinstau. Auszubildende der Firma Faller in Waldkirch haben einen Film produziert, der auf die Mobilitätsplattform Lust machen soll. Die Ursache liegt auf der Hand. Zu viele Einzelfahrer. Man spart unter anderem Benzin, ganz klar, dadurch auch Geld. Es entsteht weniger Fallenstaub. Die Parkplatzsituation jetzt intern in der Firma löst sich auch besser. Und es sind viele kleine Aspekte, die dann aber zusammenkommen und die dann einen großen Vorteil eben bringen. Ja, da darf man nicht vergessen, natürlich kommt man auch in Kontakt mit einer anderen Person. Man lernt sich kennen oder ja, tauscht sich aus, was geht in dem Unternehmen, was geht in dem Unternehmen. Und so lernt man auch persönlich ein bisschen was dazu, nicht nur jetzt umweltmäßig, sondern auch sozial. Intern haben sich bereits 100 Menschen dazu angemeldet bei To-Go und nutzen auch täglich die Mitfahrzentrale, um auch zur Arbeit zu kommen oder auch privat, um zum Beispiel ins Schwimmbad zu gehen. Umweltschutz ist natürlich auch für die August Faller GmbH und Co. KG ein zentrales Thema. Und deswegen fanden wir die Idee der Mitfahrzentrale sehr gut. Wir bei SIG sind auch natürlich Bestandteil der Gesellschaft und wir sehen es als einen Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung teilzunehmen. Um eine Mitfahrzentrale wirklich auch zum Leben zu bringen, braucht es viele, viele Nutzer. Und deswegen war die Grundidee, dass man mit den Unternehmen zusammen eben eine Großzahl an Nutzern in das System reinbringt, damit auch wirklich viele Fahrten vermittelt werden können. Ich bin zufrieden, wenn möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von SIG teilnehmen, ebenso viele Beteiligte aus der Region teilnehmen. Ich denke mal, es ist wichtig, dass wir gemeinschaftlich da vorangehen und wenn viele teilnehmen, wird es einfach zum Erfolg führen.
Es ist ganz einfach, mit Computer, Tablet oder Smartphone sein Fahrangebot oder Mitfahrwunsch einzustellen. Neben der Fahrvermittlung werden auch die Zeiten des Personennahverkehrs eingeblendet. Mit der Mitfahr-App To-Go gestaltet sich Mobilität umweltgerecht und klimafreundlich. Bürgerschaftliche Verkehrspolitik von unten. Einsteigen und mitmachen.